Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Systeria. In der letzten Folge haben wir die Erdprüfung sozusagen begonnen. Wir sind in diesen komischen Gebiet hingegangen, wo die Erdprüfung ist, und ich habe mich geheilt und kam kein Skit beim Ausruhen. Sehr gut. Ich habe wieder kurz vor Level 47 trainiert und hier ist aber ein Skit. Die Antwort des Oberhaupts. Bams. おそらくあの方は全てわかってやったのでしょう。むしろ罰を望んでるのかもね。罪を犯したから。それが本当なら風の骨の出番はないね。これがあの方の出した答えなのでしょう。冷たいようですが、これ以上は私たちが関わることではないと思いますわ。それでも教会には腹が立つな。 天族を祭るなんて聞いて呆れる。あのマルフォってのが仕組んだならやるわね。脇役顔のくせに。けど、汚れは放ってなかった。どういう人間なんだろう。気になるよね。あいつのことは風の骨で調べてみるよ。Ja, mit einem Messer. Was? Nein, warum so brutal? Ist noch irgendwas wegen dem Skit jetzt? Nö. No. Habe ich auch nicht nachgeguckt in den Städten, ob ich irgendwo noch was machen kann. Hätte ich vielleicht machen sollen. Machen wir erstmal die Erdprüfung. Speicherpunkt da. Dann gehen wir wieder zurück nach Alfreds Jagdrevier und machen die Erdprüfung. Hoffentlich. Aber nicht bevor wir uns ein Level Up hier abholen. Buff. Könnte ja wieder Edna steuern eigentlich. Dieser ging erdeanfällig, ich weiß. Nicht Falken Rose. Oder Rose. Ich glaube, die wird Rose aus. Na klar. Sobald ein Magier hier ist, ne? Habe ich schon vergessen. Nur Leila hat was gelernt, ehrlich. Feuer, rotes Kreuz, das ist okay. Was nicht so gut finde ich jetzt. Ein Teil wurde auch nicht aufgelevelt, fällt mir gerade auf. Antike Nova. Photonexplosion, Proton Burst. Sehr gut. Warte mal. 5. Später. Ja, Level Up hat sich jetzt nicht so gelohnt. Ich hätte noch auf Screen irgendwie machen können, aber ich habe erst vor 15 Minuten oder so das gemacht. Deswegen. Weiß ich nicht. Gestern aufgenommen, so 2-3 Parts. War ein bisschen zu wenig. Fällt mir ein. Passt. Hier habe ich, glaube ich, noch schon nach, oder? Nö. Okay, weg. Ich bin, glaube ich, mit Level 47 noch recht gut gewappnet. Gegner sind ja auch irgendwie so 46 oder so. Nein, es gibt zwei Ebenen, das wird mir jetzt zum Verhängnis. Außer da laufen nicht so Wölfe rum, die mich einholen können, wie in der Feuerprüfung. Oh, geil. Ja, ich sollte mal nachgucken. Okay, geht noch weiter. Ich dachte, bei Level 30 hört das auf. Deswegen, das war genauso auf 30. Also der Balken. Oh. Ah, ich verstehe, da oben werden die Säulen dann so runter geschmissen, ne? Hat man ja auch irgendwie so Normen und so gesehen.
Oh, hier haben wir alles. Weiter. Eigentlich nicht so schwer die Prüfung hier, weil die Feuerprüfung ja eigentlich auch nicht. Ich war nur sehr schäl. So. Dann habe ich hier irgendwas runtergeschmissen, ne? Hallo. Und da ist ein Norman. Fatty G. Du machst Ermüdungsfähigkeit, was weiß ich. Uff, Fatty G. Ich hab den Rapper irgendwie. Ich habe noch irgendeins runtergeschmissen. Keine Ahnung. Weiter. Übrigens, heute ist der 24. Das heißt Weihnachten. Aber wenn der Party hochgeladen ist, schon wieder, weiß nicht. Der 27. ungefähr, glaube ich. Aber gegen euch habe ich noch nicht gekämpft, ne? Scorpstern. Schwäche gegen Wind. Ein Gegner, ne? Trick da Umklappe, soll ich mir mal Edna schreien. Also fröhliche Weihnachten, so nachträglich noch, ne? Tag des Lebens, was? Edelreste, warte mal, habe ich nicht Tränke des Lebens? Okay, habe ich da mal ein. Ach ja, in der Trainingseinheit ist leider einmal zu Boden gegangen im Kampf. So, ich muss mir diesmal merken, wo ich überall schon war und wo nicht. Da mal sagen, was ihr alles zu Weihnachten so bekommen habt. Na, ich habe überraschend viele Star Wars Artikel hier von meinen Eltern geschenkt bekommen, so passend zum Film. Ich bin ja so ein riesiger Star Wars Fan. Irgendwie so eine Kaffeetasse und wo ich noch nicht mal Kaffee trinke, aber für andere Getränke halt. Und so ein Kissen noch. Mystische Arts, es gibt eine Methode, mit denen der Stoßanzeigen verbraucht reduziert werden kann, aber die mystische Arts verwendet werden. Kampfaktion wieder. Okay. Was noch? Ein T-Shirt. Ja, ich bin zufrieden. Gesungen und so was alles machen wir in unserer Familie nicht, deswegen. Ja. Wo ich gerne singen würde. Dreckschleimer, du. Ach ja, ich habe nur den Kopf irgendwie gehabt, dass ich so recht steuer. Naja. Der war Schlagwort von mir, nee, ne? Oh, sorry. Dann kann ich nicht. Ich habe halt einen Kreis da drauf direkt. Okay. Well, Winter. Oh, er setzt ein bisschen klar direkt ein. Komm, steuere ich den mal nicht, ne? Oh. Fertig. Ich
Quasapia, mystische Federmontur, okay. Fokus und A-Angriff, ja. Wow, das ist heftig. Können ja auch die tragen, nur verdammt. Okay, Montur, ne? Maximale SA, okay. Ja, dann geht aber ja Abwehr so in den Keller. Die ist ja schon so gebrechlich. Jetzt hat natürlich andere Sachen schon. Nee. Warte mal, Quarzpapier habe ich noch bekommen. Angriffskraft, Fokus. Geht mein Art noch weiter in dem Keller. Ich könnte hier durch Verteidigung bekommen. Und dann hier das nehmen, ne? Na komm. 205 ist ja überhaupt nicht wenig, ne? Nehmen wir mal mit Cleo mit lieber. Der hat jetzt übrigens verdammt viel Abwehrkraft durch Klamotten bekommen. Nur wieder so auf den neuesten Stand, was das angeht. Der hat irgendwie unter 200 Abwehr, aber jetzt hat er glaube ich irgendwie 300 oder 400. 384. Voll krass. Kein Wunder, warum der in den letzten Parts mal abgekackt ist. Was? Bestimmt eine geile Idee, von da unten das Ding kaputt zu machen, ne? Nicht gegen das Mikro kommen. Ist er noch an? Hallo, hallo? Okay. Muss ich immer gegen das Mikro kommen in letzter Zeit. So. Hi. Möchte gerne hier schon mindestens den Weg zum Dingens hier schaffen. Zum Prüfungstyp mir, den wir ja schon getroffen haben. Ja, wohl in einer halben Stunde irgendwie zu schaffen sein. Oder auch nicht. Hier war der Monolith nur, ne? Ja. Stimmt. Was? Da ist irgendwo. Ah! Boah. Schon wieder so drauf, ne? Gegend hier genau angucken. Ach, ich glaube, ich weiß jetzt wo. Ja, warte mal. Immer hier noch. Wir hätten Spaß, irgendwie sich zu merken, wo ich schon war und wo nicht. Hier war ich schon, ne? Ja, da hinten war ich schon. Und da unten bin ich gekommen. Ja, bis jetzt nur auf der rechten Seite hier am Rumgammeln, merke ich gerade. Man muss ja noch wissen, was ich mit dem Minotaurus da machen muss. Okay. Okay. Sehr fast noch machen auf die Kategorie, wenn du ein Ziel prüfst. Zum Beispiel kann die Kategorie sehr grundfertig Anime Schaden sowohl verstärken als auch Schaden von ihnen Augen. Okay. Ich möchte mal zurück. Ich glaube, ich habe jetzt den einen Weg da frei gemacht. Was zum. Okay, mal weg. Dauert lange, bis sie zaubern. Schade, dass es nicht irgendwie so Sachen gibt, die irgendwie die Castzeit oder irgendwie sowas hier verringern. Ich glaube, das hier habe ich geöffnet, ne? Ja, trotzdem noch mal da gucken.
Nee, da ist nichts. Nee, nicht die Seite, die andere war. Kira, ha, hey, ha, Kira. Was? Die Musik hier so episch ist, ey. Aha, jetzt kann ich das hier machen. Dumm. Nein, da war ein Weg. Okay. Jetzt kann ich bestimmt dadurch die Tür, ne? Aber noch so ein Ding, das ich kaputt machen konnte. Sag nicht, ich habe schon den Ausgang gefunden. Die Angst des Minotaurus. Ehrlich? Okay. Also war schon beim Ausgang, okay. Möchte ich aber noch nicht. Ich möchte mal die linke Seite erkunden. Wo ich, glaube ich, da schon ein bisschen rumgelaufen bin. Da ist zum Beispiel schon eine Schatztruhe. Nur ich weiß nicht, ob die hier wieder aufgefüllt werden. Das gehört ja jetzt zum so einem Herrscher des Landes Gebiet hier, glaube ich. Ja, sonst würde ich die Gegner eigentlich auf der Karte sehen. Hi, na. Oh, du willst kämpfen? 54, ey. Es gibt zwei Arten von Helions. Manche Menschen sind auf so etwas selbst fixiert, bis er dann größer wird und sie verschlingt. Worauf wollte ich hinaus? Was? Ja, aber ich verstehe, aber im Moment mache ich mir mehr Sorgen, das Rindtier mit den riesigen Axt beobachtet seine Bewegung, versucht seine Angriff aussehen. Und entsprechend reagieren kannst. 3000. Boah, hat er als Angriff auch mein ich. Spam den sowas von voll, ey. Okay. Schade. Oh, Wachstum. Oh, sehr gut. Oh, ich hab nicht Dinges. Da konnte ich halt erst nach dem Skit machen. Oh, jetzt habe ich nur noch einen. Und das dauert so lange. Du rufst welche, ne? Vielleicht bin ich ja eine anormale Kugel, das wäre gut. Mach mal so. Werft einfach einen Stein gegen den Kopf. Na gut. So, Mann, auf. Er betäubt. Sehr gut. Segenskugel. Mehr KP geben? Ich weiß es nicht.
子供たちの魂は天族となったのか。さあね。さあ、ルーシーパバントが待つ祭壇に行きましょう。うん。ラジャー。 Ja, gar nicht mal so wenig. Da gehen wir so auf den Nerven, dass Layla immer mit ihren Sorei-san oder Eduna-san. Ja, finde ich ehrlich gesagt sowieso, ist ein richtig blödes Klischee hier in Animes und so. Dass immer irgendwie ein Charakter gibt, der einfach nur den Namen von jemandem sagt. Die Person ist irgendwie traurig über diese eine Person, sagt einfach den Namen nur so. Damit man irgendwie, weiß ich nicht, damit er irgendwie so einen tieferen Eindruck oder so hinterlässt, irgendwie sowas. Irgendwie sehr merkwürdig. Aber ist sehr oft benutzt. Aber jetzt ist da ein Stern, okay. Also muss ich den so oder so erledigen. Ich dachte, der wäre optional. Ich meine, hier. Er braucht ein Schaukelpferd, okay. Das hölzerne Pferd. でも試練に関わりがあると思えないけど。けど、なんか気になるんだよ。何かのヒントか?木馬、馬、馬車。人参、馬刺し。What?Warum denkst du denn nur ans Essen? 違う連想になっちゃった。可能性があるとしたら、そうやって時間を無駄にさせるための罠に。 Oh. Ah, verdammt. Ich benutzen können. Na, da war ich. So, hier war ich mit Sicherheit schon letztes Mal. Nur als jetzt wieder aufgefüllt wahrscheinlich. Ja, Erfahrungspunkte ist wieder sehr gut. Wahrscheinlich kommt wieder mitten im Kampf irgendwie so eine Prüfung. Wie beim letzten Mal, wo ich irgendwie mit einem Kampf so Säulen kaputt machen konnte. Wo ist denn so ein Ding, wo ich nach unten kann? Oh, geh weg. Danke. Okay. Das ist ein bisschen anhänglich in dem Spiel. Okay, sehr gut. Oh. Ich sehe nirgendwo Säule. Da ist eine Säule. Und da ist eine Säule. Wurf. Die machen wir kaputt. Und die machen wir kaputt. Und die machen wir kaputt. Und die machen wir kaputt. Dann müssen wir jetzt eigentlich alle haben, ne? Feldspatstiefel, mein Gott. Boah. Also so ein Müll packen sie hier in die Truhen. Ganz ehrlich. Fragt man sich echt, warum ich hier die Truhen überhaupt öffne. Also das ist so ein bisschen das Blöde, dass hier alles so random ist. Ich hab lieber so Truhen mit festen Inhalt. Damit man weiß, man kann wenigstens geile Sachen bekommen. Wenn du das Spiel normal spielst, dann denkst du, oh, da hinten ist die Truhe mit der ultimativen Waffe und so. Feldspatschirm, der ist bestimmt nicht besser als mein Quarzschirm jetzt. So.
Das habe ich, ja. Hat eine Ding da noch. Ja, gehen wir mal. Vollball, ne? Ja. Okay. Ja. Okay. Zur Prüfung schaffen wir jetzt sowieso nicht mehr. Ich schaffe nur noch hier bis zum Speicherpunkt, sag ich mal. Und den restlichen hier noch nachschauen, wo ich noch was machen kann. Da war ja noch irgendwie so ein Gang, von dem ich glaube, er ist ja da so in der Mitte, der Teil. Sieht nur so irgendwie so aus, als könnte ich da was machen. Weil da war noch irgendwo so eine Säule, die ich kaputt machen konnte. Da. Da unter, Mann. Muss da irgendwo da drüber sein, direkt. Also, was soll denn dazwischen sein? Da ist auch gar nichts eigentlich, ne? Keine Ahnung. Bin sicher, alles nichts mehr. Dann können wir ein paar beenden im Speicherpunkt und ja, machen uns dann in der nächsten Folge auf zur Prüfung. Sympathie für die Helions. Minotaurus to kashite ita no wa kodomo tachi no tamashii datta no da. Ano ko tachi nande konna tokoro ni ita no? Saiyaku no jidai to natte kara ano you na itatamarenai hyouma wa fuete imasu. Sokka. Are wa oya ni nozomare nakatta kodomo tachi nan da. Stererareta ko tachi tte koto ka? Kono chi wa moshikashitara sono tame no ba toshite hitobito ni tsutawatte shimatta no kamoshiremasen. Diesel ist irgendwie gar nicht anwesend, ne? In letzter Zeit. うつむくなっつの。そうよ。ちゃんと救えたじゃない。あなたのおかげでね。うん。エドナ。妙にしおらしいじゃないか。自分の過ちぐらい認められるわ。あなたと違って大人なんだから。 Okay, dann beende ich der Party und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Zestiria. Ich bleibe mich als ich. Wie könnt ihr es wagen? Wie könnt ihr es wagen? Danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zur nächsten Folge.